willkommen bei Plan B Buschkraft. Heute zwei Männer aus Stahl gegen die Natur. Rundumsicht Teufelsmauer. Kameramann. Geile Sache, ja. Das Silvester bestimmt geil, liegen noch Raketen, ne? Das ist doch falsch. Boah. Wieso ist der Felsen so schwarz? Alter. Ich will jetzt nichts sagen, ne? Ja, okay. Das kannst du mal abhaken. Ja. Hier muss auch irgendwo eine Schütze sein. Thank you.
warm, ey. Die dünne Jacke vollkommen gereicht. Ist warm, ne? Ist warm, ne? Jetzt geht überhaupt kein Wind mehr, komisch, ne? Ey, wenn du hier abschmierst, nicht schlecht. Kiefer. Also könntest du es mit dem Fahrrad fahren, ja? Was meinst du, kommst du hier mit so einem Ding lang hier? Wie heißen die Teile? Diese Mopeds? Drei? Kamera eigentlich eine Weile auslassen, aber hier ist so viel geiler Scheiß. Ich komme gar nicht dazu. Und hier ein cooles Shelter. Fix und fertig. Geile Scheiße. Ja, das ist also die Teufelsmauer. Die Teufelsmauer ist angeblich entstanden, der Sage nach, dass der Teufel zum lieben Gott gesagt hat, komm, wir teilen die Welt auf. Und dann hat der liebe Gott gesagt, okay, alles was du in einer Nacht einmauern kannst, gehört dir. Und der Teufel hat angefangen, war bei Obi, bei Baumarkt, in aller Kategorien, gemauert wie ein Blöder. Und dann kam eine Bäuerin mitten in der Nacht mit einem Hahn unterm Arm, die ist gestolpert und der Hahn hat geschrien, also gekräht. Und da hat der Teufel gedacht, er ist zu spät und hat aus Wut fast die ganze Mauer wieder abgerissen, bis auf diesen Rest hier. Und das ist jetzt die Teufelsmauer bei Blankenburg. Ja. Ziemlich anstrengend, aber es geht. Ich glaube, der ganze Weg angeblich soll so der Rundweg 8 Kilometer sein. Schauen wir mal. Jetzt sich irgendeiner einen Shelter gebaut. Mhm.
Boah, geil. Was ist das, Tim Rode hier? Denke ich mal, ja. Ey, da unten sind Höhlen, hast du gesehen? Ach, das ist dieser Platz hier. Mit diesen komischen Höhlen, der hat auch einen komischen Namen. Das habe ich doch hier beim Saki gesehen. Im Video. Ich glaube, das ist der Platz da unten. Wollen wir mal hingucken. Mal cool hier rum zu kraxeln, ja. Mit der Kamera in der Hand. Jo. Arthur war auch schon hier. Alles klar. Puh. Ja, das war klar. Okay, da brauche ich beide hin. Also es ist auf jeden Fall das Hamburger Wahrzeichen hier, aber welcher Felsen das jetzt ist, wir stehen hier mittendrin. Hier geht's auch gut bergab. Alter, hier muss ich mit dem Rucksack wieder runter, ne? Oh. Aber das ist nicht dieser Platz, den ich meine mit den Höhlen. Hier muss irgendwo in der Nähe noch so ein Platz mit so riesen Höhlen sein. Ja, siehst du, hier ist ja so, dass wir dann vorbei. Ja, ja. Ich würde sagen, wir können ja noch mal bis dahinter gehen. Ja, ich denke die 20 Kilometer, dann müsste ich doch noch viel weiter gehen. Ja. Ja, schön. Ja, ich kann mich nicht leiden. Nochmal hier rumfilmen. Geht's hier auch runter? Jo. Ach, hier ist die Toilette oder was? Ja? Steinzeit-Scheißhaus. Aber auch nicht schlecht. Kann man da reingehen, ne? Ja, die Leute sind echt krank, ne? Hamburger Wappen. Geiles Teil. Da oben waren wir. Und jetzt sind wir unten. Also ich muss sagen, der Weg, ich will jetzt nicht sagen, also ganz so einfach ist das nicht. Ich weiß nicht, der Rückweg soll jetzt ziemlich simpel sein, aber der Herweg war ganz schön viel gekraxelt. Und da oben mit einem großen Rucksack, ich habe einen 75 Liter Rucksack drauf. Ja, ist nicht ganz so einfach. Aber absolut geiles Naturschauding hier. Wahnsinn. Geile Sache. Geht's auch nochmal runter? Ich
Hammer. Das ist jetzt mein neues Einzimmer-Apartment. Das baue ich mir aus. Ey, hier ist aber auch kein Zentimeter mehr dann noch nicht gekritzelt, ist er? Muss er nicht schon werden. Aber geh hier lieber nicht hoch. Alter, bist du bescheuert? Ich geh hier nicht hoch, ich geh hier nicht hoch. Ey, komm jetzt runter hier. Nimmst du so dir, für dich würde ich die Höhen anziehen. Ich geh doch nicht hoch. Ja, das ist besser. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Alter, ne, ich kann gar nicht hingucken. Die Frage ist jetzt auch, habe ich genug Kraft, ihn aufzuhalten, wenn er runterkommt? Ich zweifle dran. Gut, der hat es geschafft. Weiter geht's. Absolut genial. Wahnsinn. Guck mal, ob ich so einen Mann wieder finde. Wo ist er hin? Da ist er. Das ist der Ende der Teufelsmoor. Also bei diesem Hamburger Wahrzeichen sind wir noch ein paar Meter weiter gegangen, geht es noch, aber das denke mal, das war's jetzt noch. Jetzt gehen wir langsam wieder zurück. Ich bin auch am überlegen, ob wir wieder oben über den Kamm gehen. Das hat mir eigentlich besser gefallen. Oder ob wir unten lang gehen. Unten ist natürlich angenehmer. Also denke ich mal, werden wir wahrscheinlich oben lang gehen, ich weiß es nicht. Oder doch unten. Entscheidung. Ja? Ja, das ist aber der bequeme Weg. Ja, das ist der, den wir die ganze Zeit gesehen haben. Naja. Naja. Oder beschwerlich. Ja, dann lass den bequem nehmen. Ich habe keine Lust, den Kamm nochmal zu gehen. Ja, das ist ja dasselbe, den wir schon gekommen sind. Ne? Ja. Okay. Jahre ehemaliger Kettenraucher. Und was haben wir getan? Die Teufelsmauer gefickt.